So, guten Morgen, guten Tag, hallo, hallihallo, willkommen zurück bei The Legend of Zelda. Meine Fresse, ist das laut. Moment, ich muss mal kurz leiser machen hier auf dem Kopfhörer. Ja, da ist ja unfassbar, was hier so abgeht. Ganz ehrlich, wir sind jetzt 3 Folgen lang durch Zelda durchgelaufen und jetzt sind wir tatsächlich wieder am ersten Tag im Spiel. Die letzten 3 Folgen waren natürlich völlig planlos. Und, naja, wir haben nichts. Ja, den überzeugen wir mal, dass er uns rauslässt. Ich muss jetzt ganz kurz sagen, alles, was wir in der letzten Folge gemacht haben, könnt ihr voll knicken, denn mir ist das Spiel abgeschmiert. Das heißt, wir dürfen alles eigentlich nochmal spielen, aber das mache ich nicht, weil ich habe jetzt gesehen, wir sind 3 Folgen lang nur planlos in der Gegend rumgelaufen. Nichts hat etwas gebracht, wir sind nicht vorangekommen und gar nichts. Und dann dachte ich mir, einerseits wollte ich mich natürlich nicht selber spoilern, indem ich Lösungen im Internet nachlese, aber auf der anderen Seite ist es natürlich blöd, wenn wir hier 3 Folgen von jeweils einer Viertelstunde nur rumlaufen und im Grunde genommen nichts erreichen. Es ist ja auch irgendwo blöd. Gut, das war jetzt einmal bei 3 Folgen, aber wenn das jetzt auf das ganze Let's Play bezogen immer und immer wieder passiert, nee, irgendwann musst du halt mal einen Schlussstrich ziehen, dachte ich mir, und dann habe ich eben ein bisschen im Internet geguckt, aber so, dass ich mich doch nicht komplett selber verrate. Und da habe ich nur ganz, ganz kurz gelesen, man kriegt angeblich eine Flasche bei einer Hexe im Sumpf. Mehr habe ich nicht gelesen. Mehr weiß ich nicht. An mehr kann ich mich auch gar nicht erinnern. Ich habe also keine Ahnung. Ich weiß immer noch nicht, was wir machen müssen. Ich habe keinen Plan. Ich habe jetzt nur eine Idee. Und zwar frage ich mich, was passiert, wenn wir die Sumpfomas jetzt einfach mal am ersten Tag besuchen und versuchen zu finden. Kriegen wir dann die Flasche von denen oder müssen wir doch noch irgendwas anderes für die machen? Und ich hoffe, wir brauchen kein Geld. Ich habe nämlich gar kein Geld dabei. Da muss ich erst zur Bank. Aber das werden wir ja gleich feststellen. Ich habe nur irgendwie die leise Befürchtung, dass Zelda ein etwas längeres Projekt wird, so wie es scheint. Wir sind jetzt immerhin schon bei Folge 15 und im Grunde genommen noch nicht wirklich weit gekommen. Also, wobei, auf der anderen Seite habe ich natürlich auch gesagt, dass ich nicht durchs Spiel rushen möchte, ne? Ich finde es schade, wenn man immer versucht, so schnell wie nur irgend möglich durch ein Spiel durchzulaufen, durchzuspielen, anstatt dass man es einfach spielt, anstatt dass man einfach mal sich die Zeit nimmt, sich die Details anguckt und das Spiel genießt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, die ganzen Spiele heutzutage, die zielen irgendwie alle voll auf Action, Hektik und alte Hexen. Hallo Oma. Willkommen! Meine Tränke wirken gut! Benutze den Kontrollstick, um zu stöbern, mit der Hexe sprechen. Wenn ich nur ein paar von diesen duftenden Pilzen hätte. Drücke Start, um das Inventarmenü zu öffnen. Drücke C, um einen Gegenstand auszuwählen. Warte mal, nee, ich hab keine Ahnung. Wir haben keine Pilze. Du kannst meinen Fußpilz haben. Ist das eklig. Es ist schon sehr lange her. Es ist schon sehr lange her, dass meine hervorragende Nase alles erschnüffeln konnte. Aber wie gesagt, das ist lange her. Oh, ich werde langsam alt. Ist die nicht in die Hölle verbannt worden im letzten Teil? Egal, also ich finde, diese ganzen Computerspiele heutzutage, die zielen alle. Ey, wieso kann ich. Hä? Nein, ich will nicht zum blauen Elixier, ich will mir das grüne Elixier angucken. Ja, du hast gerade. Ja, das ist schön, aber ich will mir das andere angucken. Das ging gerade nicht. Rotes Elixier, 20 Rubine, stellt mit einem Schluck deine Energie wieder her. Ich nehme eins. Ja, natürlich. Solange du keinen passenden Behälter hast, kann ich dir nichts verkaufen. Die redet momentan nur vom Behälter. Die weiß noch gar nicht, wie es in unserer Geldbörse aussieht. Okay, dann müssen wir wohl irgendwo einen Fußpilz auftreiben für die Alte. Nee, was ich sagen wollte, diese ganzen Computerspiele, die heutzutage rauskommen, also nicht alle, es gibt schon noch ein paar Ausnahmen, auch unter den großen Blockbuster-Titeln, aber gerade die großen Blockbuster-Titel, die zielen immer mehr davon auf Action und Hektik und Stress und hast du nicht gesehen. Und Hauptsache schnell durch.
Und ganz ehrlich, das finde ich einfach nur traurig, weil so Sachen wie Battlefield beispielsweise, da könnte man wirklich, wirklich geile Sachen draus machen und dann am Ende kommt dann bloß eine Kampagne von lausigen 5 Stunden bei raus. Und nicht jeder möchte halt auch Multiplayer zocken und ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir jetzt dem Affen da hinterherlaufen. Wo der uns jetzt hinführt. Ich meine, klar, wenn man nicht auf Multiplayer steht, sollte man sich vielleicht Battlefield nicht kaufen, weil es ist speziell ein Multiplayer-Shooter. Au. Nee, aber trotzdem, es ist nicht nur Battlefield, sondern generell, es sind so viele Spiele, die heutzutage rauskommen, die einfach maximal eine 10 Stunden lange Story haben, was einfach nur schwach ist. Ich meine, guck dir das an. Wir spielen jetzt schon 3 Stunden lang Zelda Majora's Mask und sind noch nicht mal im Sumpf weitergekommen. Wo ist der Affe hin? Aber der ist doch gerade noch rechts gelaufen, der dumme Affe. Der andere dumme Affe ist auch noch rechts gelaufen. Oh Mann. Nein, wir spielen jetzt schon seit 3 Stunden Zelda und sind nicht wirklich vorangekommen. Obwohl wir einfach ein bisschen die Gegend erkundet haben und trotzdem unseren Spaß in dem Spiel hatten. Also ich zumindest. Und ich vermisse halt irgendwie ein bisschen die Zeit, wo Computerspiele wirklich noch Zeit gebraucht haben. Wo du wirklich Zeit brauchtest, um die zu zocken. Weißt du, so Sachen wie... Jetzt fällt mir kein Beispiel ein... Weiß ich nicht, Robin Hood, die Legende von Sherwood fällt mir jetzt spontan ein, aber ich habe keine Ahnung, wie lange das geht. Ich weiß nur, dass ich Ewigkeiten damit beschäftigt war. Oder nehmen wir beispielsweise mal die alten Command & Conquer-Teile. Wie lange habe ich daran gespielt, bis ich die durch hatte? Allein beim ersten Teil. Schau mal, der rennt doch da nach rechts und dann ist er weg. Au, aua, aua, hilf mir. Ja, ja, gleich, du brauchst wohl Medizin, habe ich nicht. Nee, dem ersten Command & Conquer Teil, also der Tiberium-Konflikt, da habe ich allein für die letzte Mission der GDI-Kampagne 5 Stunden gebraucht, bis ich die durchgespielt hatte. Das musst du dir mal vorstellen, 5 Stunden für eine einzige Mission. Und wenn ich mir heutige Command & Conquer Teile so angucke, dann stelle ich fest, dass man die nach teilweise 25 Minuten durchgespielt hat. Das hat mit Command & Conquer Generals angefangen. Ich meine, das ist einer der sehr, sehr wenigen Punkte an der Generals, Serie, kann man nicht wirklich sagen. An dem Generals-Universum, was mir wirklich gestört hat. Weil du einfach nach teilweise einer halben Stunde eine Mission beendet hattest. Und das ist so schlimm geworden. Mit Tiberian Twilight kamst du dann auf eine Viertelstunde pro Mission. Teilweise, also nicht immer. Sollen wir schauen, was die uns erzählt. Ich habe gerade nach Pilzen gesucht, als ich plötzlich hinterrücks eins übergezogen bekam. Dieses nervige Horrorkit. Hat es etwa geglaubt, ich würde es hinter dieser Maske nicht erkennen? Au, wer hätte gedacht, dass so etwas passieren würde? Und jetzt lege ich hier und kann mich nicht... Ja, du kannst dich nicht bewegen, du brauchst rote Medizin. Hab ich nicht. Ich brauch Pilze. Pilze. Ich brauche einen Pilz für die Oma. Dann braucht die mir wahrscheinlich Medizin. Mist, das war der falsche Weg. Egal. Wo kriege ich Pilze her? Haben wir nicht zufällig einen Pilz im Inventar? Kann doch sein. Das ist merkwürdig. Das ist sehr merkwürdig. Siehste, jetzt habe ich im Internet nachgeguckt, wie es geht und weiß es trotzdem nicht. Bin trotzdem ratlos. Pilze, wo kriegen wir Pilze? Ich weiß noch, da war was. Ich habe da eine ganz schwache Erinnerung. Irgendwo habe ich einen Pilz bekommen, aber ich weiß nicht mehr wo. Nein, nicht nur an den Füßen, sondern auch hier in-game. Langsam wird der Witz alt. Mir gila den Zoral den Schachtel. Nochmal zu dir, Alte. Ja, willkommen, meine Tränke wirken. Ja, 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 ja. Was ist? Ach so, ich habe ihr gerade davon erzählt, dass ihre alte Schwester da... Ja, genau. Moment. Wie? Was? Das Horror-Kid? Das Horror-Kid hat Kurume getan? Das ist doch lächerlich. Das Horror-Kid würde ihr doch niemals ernsthaft schaden. Hast du eine Ahnung? Oh, aber wenn es wahr ist, solltest du ihr diesen Trank bringen. Bitte erweise mir diesen Dienst. Ne. So einfach kann's gehen. So einfach. Ja, wir haben es begriffen, wie es funktioniert. Rasch, bring ihr diesen Trank. Willst du mich verarschen?
Ich hätte nur mit der ollen Schachtel reden müssen und hätte das, also, weißt du, und ich tue hier 3 Folgen lang rum, dabei hätte ich bloß mit der, also, das ist unfassbar. Mir fällt übrigens auf, dass wir nur noch 2¼ Herzen haben. Komm, ich brauche hier mal ganz dringend Medizin. Nein, Schmarrn. So, Lackaffe, führ mich zur Oma. Ja, ich weiß schon wieder. Ich werde deine Dienste wahrscheinlich noch ein paar Mal brauchen. Alter, ich falle jedes Mal drauf rein. Ich denke jedes Mal, der will hier nach links. Und dann denke ich, ich kann abschneiden, hier die Kurve abschneiden. Dabei... Au. Ich kann es mir aber auch nicht merken, wann er wohin läuft. Das geht einfach nicht. Und ich frage mich, wozu hier diese komischen Blumen sind für den Deku-Link. Weil allzu lange halte ich mich hier drin sowieso nicht auf. Also in den Wäldern. Ach ja, so alte, ich habe deine Medizin. Deine Tabletten. Au, au, aua, au weh. Fühlst du dich nicht dazu verpflichtet, einer armen alten Hexe zu helfen? Mach dich doch nicht selber schlecht. Also, mal schauen, was haben wir denn hier? Bom, nee, das ist jetzt, glaube ich, nicht so gut. Bom, Dekustab, den kannst du sich hinten reinstecken. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Dekunuss. Ich kann dir natürlich eine auf die Nuss geben. Das könnte eventuell die Schmerzen lindern. Ich kann dir sogar mit dem Dekustab eine auf die Nuss geben. Das könnte die Schmerzen ebenfalls lindern, aber ich probiere es mal mit dem roten Elixier. So, einmal den Mund auf, bitte. Ah, die Farbe, der Duft, das ist eindeutig Kotakes. Boah, ich muss da kurz was trinken, das geht so auf den Hals. Oh, ich fühle die Energie in mir. Kurume ist wieder da! Ach du Schreck. Wo hat sie jetzt den Besen her? Du hast mich gerettet! Ich veranstalte Bootsfahrt durch die Sümpfe. Du hast dir gerade eben eine Freifahrt verdient. Ja, das freut mich noch. Ich glaube, ich übersteuere wieder, oder? Ich bin viel zu nah am Mikrofon. Scheiße. Aber die leere Flasche hat sie uns da gelassen und jetzt hätte ich ganz gern ein Herz. Ey, das ist so lästig. Ehrlich, in Ocarina of Time war es so, jedes Mal, wenn du dir erhofft hast, irgendwie Rubine oder sonst was in dem Gestrüpp zu finden, dann hast du Herzen bekommen, weil du gerade irgendwie verletzt warst. Wenn, sobald du verletzt warst, war es scheißegal, ob du irgendwie Steine zerdeppert hast oder... Lass mich in Ruhe. Oder Büsche, du hast immer Herzen bekommen. Was ist jetzt mit euch? Du seid sehr mächtig. Ich dich beobachtet. Sumpf sei ein voller giftiger Masse. Tempel über Wasserfall, komisch. Bruder gehen zu Tempel, aber Bruder nicht finden Eingang zu Tempel. Tempel nur für Deku. Bruder von Deku gefangen, jetzt seinen Palast. Hilfe! Ja, dein Bruder ist ganz schön dämlich, das muss ich schon mal so sagen. Nee, in Majoras Mask habe ich so den Eindruck, dass alles umgekehrt ist. Sobald du verletzt bist, findest du nirgendwo mehr Herzen. Ich nehme alles zurück. Ich habe gar nichts gesagt. Es verbleiben 63 Stunden und 43 Minuten. Oder 63 Minuten und 43 Sekunden. Moment. Es verbleiben 63 Stunden und 32 Minuten. Oh, die Zeit vergeht aber schnell. Ja, okay, jetzt haben wir eine leere Flasche. Das ist eigentlich der Moment, wo ich in Ocarina of Time jetzt immer mal eben schnell speichern würde. Aber das geht hier gerade nicht so. Ja, was machen wir denn jetzt mit der Flasche? Wir könnten jetzt eigentlich eine Freifahrt machen. Und nein, ich werde mir keine rote Medizin kaufen, weil wir einerseits nicht das Geld dafür haben. Schnauze. Andererseits habe ich keinen Bock, zur Bank zu laufen extra deswegen. Und wiederum andererseits erhoffe ich mir ja, eine rote Fee irgendwo zu finden. Die hilft uns 10-mal eher als so ein komischer Trank. Wo muss man jetzt hin eigentlich? Achso, ja genau, die Bootsfreifahrt, die steht ja jetzt an. Aber ich glaube, das werden wir dann doch erst in der nächsten Folge schaffen. Wenn ich jetzt mal so auf die Uhr gucke, 14:45, naja, eine Sekunde von dem ganzen Bootsding sehen wir dann vielleicht noch. Weiß ich nicht, Moment, wir können es ja austesten, warte. Lauf, Link, nein, schwimm, zieh dich an Land. Wieso zieht er sich nicht an Land? Das gibt's ja nicht.